Er ist ein echter Nord. Er wird es sich schon noch überlegen. Seid euch da nicht so sicher. Wir haben Kuriere aus Einsamkeit abgefangen. Das Kaiserreich setzt Weißlauf stark unter Druck. Und was soll ich eurer Meinung nach tun? Wenn er nicht für uns ist, ich sehne ist er mich gegen nach einem. Natürlich. Das weiß Seid vorsichtig. Sie alle wissen es. Wie lange werdet ihr warten? Ihr meint, ich müsste Balgruuf eine deutlichere Botschaft schicken. Ihr hättet mich auf dem Sofern ihr damit meint, dass ihm jemand ein Schwert in die Kehle bohrt? Seine Stadt einzunehmen und Schimpf und Schande über ihn zu bringen, wäre eine mächtigere Botschaft. Meint ihr nicht? Wir sind also wirklich bereit, diesen Krieg zu beginnen? Bald. Ich sage, ihr erledigt sie alle, so wie ihr es mit König Torik getan habt. Torik war nur eine Botschaft für die anderen Jarl. Wen auch immer wir an ihre Stelle setzen, wird die Unterstützung unserer Armeen benötigen. Wir sind bereit, wenn ihr es seid. Alles hängt von Weißlauf ab. Wenn wir die Stadt ohne Blutvergießen einnehmen können, umso besser. Aber wenn nicht... Das Volk steht hinter euch. Ich befürchte, dass viele noch nicht überzeugt sind. Dann sollen sie mit ihrem falschen Königen sterben. Wir sind schon seit langer Zeit Soldaten. Wir kennen den Preis der Freiheit. Die Leute wägen in ihren Herzen immer noch ab. Was gibt es in Himmelsrand noch zu verlieren? Sie müssen an ihre Familien denken. Wie viele ihrer Söhne und Töchter folgen eurem Banner? Wir sind ihre Familien. Gut gesprochen, Freund. Sagt mir, Galmar, warum kämpft ihr für mich? Ihr wisst, ich würde euch bis in die Tiefen des Reichs des Vergessens folgen. Ja, aber warum kämpft ihr? Wenn ich nicht wäre, was dann? Ich würde eher sterben, als das Schicksal der Menschen von Elfen diktieren zu lassen. Sind wir uns da nicht einig? Ich kämpfe für die Männer, die ich in meinen Armen hielt, während sie auf fremdem Boden starben. Ich kämpfe für ihre Frauen und Kinder, deren Namen sie mit ihren letzten Atemzügen flüsterten. Ich kämpfe für uns wenige, die nach Hause zurückkamen, nur um unser Land voller Fremder mit vertrauten Gesichtern vorzufinden. Ich kämpfe für meine Leute, in Armut lebend, um die Schulden eines Kaiserreichs zu zahlen, das zu schwach ist, sie zu regieren. Aber sie als Verbrecher brandmarkt, weil sie selbst regieren wollen. Ich kämpfe, damit alle meine bisherigen Kämpfe nicht vergebens waren. Ich kämpfe, weil ich es muss. Eure Worte verschaffen unser aller Gefühle Ausdruck, Ulfric. Darum werdet ihr auch zum Großkönig gewählt werden. Doch der Tag, an dem Worte genügen, wird auch der Tag sein, an dem Soldaten wie wir nicht mehr gebraucht werden. Und an diesem Tag würde ich mich mit Freuden von der Welt zurückziehen. Ja, aber bis dahin haben wir einen Krieg zu planen. Galmar meint, wir sollten unsere Kräfte in Reach verdoppeln. Eine vernünftige Strategie. Die Leute sagen, und ihr, Yorlife? Galmar meint, wir sollten unsere Kräfte in Reach verdoppeln. Und ich bin stolz, dass meine Nun, Falkenring ist ziemlich verwundbar und blockiert die einzige Straße, die aus Cirodiil kommt. Ein gutes Argument, alter Freund. Selbstverständlich bin ich nicht in der Kunst des Krieges geschult oder in militärischen Taktiken. Aber ihr könnt in den Teilen das Ganze erkennen. Und dafür bin ich euch dankbar. Wie ihr wünscht, Sir. So, darf ich jetzt auch mal was sagen? Ich erinnere mich an euch. Ihr wart in Helgen bei uns. Wollt ihr an unserer Seite kämpfen? Sprecht mit Galmar. Er kümmert sich um die neuen Rekruten. Also, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Skyrim. Und ja, wir haben ein Drachenproblem, würde ich mal sagen, ne? Dann lass uns mal, ja, reden, Ulfric. Und zwar, warum bin ich hier? Ja, ich soll mit den anderen reden? Nee, das wollen wir nicht, denn das ist nicht der Grund meiner Anwesenheit. Wie schade. Wenn ihr eure Meinung ändert, sprecht mit Galmar.
Was führt euch zu mir? Ich habe eine Nachricht von den Graubärten. Es ist auch Zeit, dass sie ihren Blick statt in den Himmel wieder auf unsere blutende Heimat richten. Was wollen sie? Sie möchten über einen Waffenstillstand verhandeln, bis die Drachengefahr gebannt ist. Ich habe natürlich den größten Respekt vor den Graubärten. Und die Drachenangriffe werden immer mehr zur Plage. Aber die politische Lage ist immer noch heikel. Nicht alle Jarl stehen voll und ganz hinter dem Plan, mich zum Großkönig auszurufen. Ich kann es mir nicht leisten, schwach zu erscheinen. Ich kann dem nicht zustimmen, es sei denn, Tullius kommt selbst. Vergiss doch mal die Politik, Mensch. Alduin ist zurück. Alduin? Der Weltenfresser aus Liedern und Legenden? Wenn das stimmt, nun, das ändert die Lage, nicht wahr? Angesichts einer solchen Bedrohung muss wohl selbst Tullius zur Vernunft kommen. Ihr würdet also den Friedensverhandlungen teilnehmen? Ja. Ich gebe Tullius noch eine Chance, sich mit eingezogenem Schwanz aus Himmelsrand zurückzuziehen. Schwanz? Okay. Ja, aber bis dahin haben wir einen Krieg zu planen. So, kurz was getrunken. So. Hier muss ich wieder mit den anderen reden. Also, ich bin bereit. Gehen ja. wir. Ja, komm mit, Alte. Ich habe ja noch einiges, was ich verkaufen muss. Das könnte ich mal eben machen. Ach Gott. Wir haben das jetzt 1.46 Uhr. Und heute ist der 22.12.2018. So, dann. Ja, speichern kann ich zwar auch mal, aber ich wollte eigentlich die Karte. Warte mal. Wie war. Nein. Ja. Nee, schlafen will ich nicht. Moment. Hier hin. Hier soll man wieder mit Angeier sprechen. Und wieder da oben hoch. Na gut. Oh. Ist man so rausgerutscht. Bada, bam, 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 bam. So. Füße? Nein, ich will keine Füße sehen. Laufen war hier. Genau. Ja, bei Skyrim muss ich immer wieder mal umdenken, ey. Laufen hier, bei den anderen laufen da und so, ne? Das Thema hatte ich auch schon mal. So, ihr grauen Bärte. Ihr habt es also getan. Ich hab's getan. Die Männer der Gewalt haben sich hier versammelt, in diesen Hallen, deren Grundfesten dem Frieden geweiht sind. Ich hätte nicht zustimmen sollen, diesen Rat zu leiten. Wir Graubärte sollten uns nicht in solche Angelegenheiten verstricken lassen. Ja, ist gut. Keine Sorge, ich würde sie dazu bringen, Frieden zu schließen. Frieden? Das bezweifle ich. Vielleicht legen sie für kurze Zeit ihre Waffen nieder, aber nur, um vor dem nächsten Blutvergießen neue Kraft zu sammeln. Ja. Sie haben noch nicht genug vom Krieg. Noch lange nicht. Kennt ihr das alte Nordwort für Krieg? Unendliche Jahreszeit. Und das beweist sich erneut. Aber Reue bringt nichts. Wir müssen jetzt damit leben. Nehmt euren Platz am Ratstisch ein. Mal sehen, welche Weisheit wir bei diesen Kriegern von Himmelsrand finden. Ist gut. Der ist da hinten, oder was? Also Armgeier, nicht wahr? Ihr wisst, weswegen wir hier sind. Es hat mir wirklich gefehlt, solche Reisen zu unternehmen. Die Weiten von Himmelsrand zu durchqueren, hat mein Herz stets mit Begeisterung erfüllt.
Wir haben genauso. Kannst du mal deine Schnauze halten, Alte? Ich sehne mich nach einem Grunde sogar. Natürlich. Seid vorsichtig. Die das Drachenblut auf diesen Weg gebracht haben. Ich soll aber da sitzen. Was ist, wenn ich einfach hier sitze? Nix, ne? Hallo, Galmar. Wann hat es jemals etwas gebracht, mit dem Kaiserreich zu reden? Wow. Gut, dann lass mal die Show beginnen. Ihr könnt euch alle hinsetzen. Ihr könnt euch alle hinsetzen. Los. Wir alle warten. Jetzt, wo alle hier sind, solltet ihr euch setzen, damit wir beginnen können. Sag ich ja. Ich hoffe, dass wir alle hier uns Nein. im Geist des... Ihr beleidigt uns, indem ihr sie zu dieser Verhandlung mitbringt? Eure wichtigste Talos-Jägerin? Das hat ja nicht sehr lange gedauert. So wie immer. Ich habe jedes Recht, an dieser Verhandlung teilzunehmen. Ich muss sicherstellen, dass hier nichts vereinbart wird, was gegen die Bedingungen des Weißgold-Konkordats verstößt. Sie ist Teil der kaiserlichen Delegation. Ihr könnt mir nicht vorschreiben, wen ich zu diesen Verhandlungen mitbringe. Bitte. Wenn wir erst über die Bedingungen der Verhandlung verhandeln müssen, werden wir nie ans Ziel kommen. Vielleicht wäre das ein guter Zeitpunkt, sich die Meinung des Drachenblutes dazu anzuhören. Bei Ismirs Bart. Diese Kaiserlichen haben Nerven, was? Zu denken, dass ich mich mit dieser Talmor-Schlange an einen Tisch setzen würde. Entweder sie geht, oder ich gehe. Dann geh du doch. Was soll schon sein? Außerdem möchte Talios die eigentlich nicht hier haben. Vielleicht, aber sie hierher zu bringen, ist eine bewusste Provokation. Tullius muss erkennen, dass ich mich nicht herumschubsen lasse. Ich stimme euch zu, dass wir den Ton für die Verhandlung bestimmen. Elevin sollte gehen. Und hier? Gebt Talios diesmal nach. Er wird später nach Zugeständnis machen müssen. Ja, machen wir das hier. Gib Tullius diesmal nach. Er wird später noch Zugeständnisse machen müssen. Das halte ich für einen Fehler. Warum? Aber dieses Mal will ich mich eurem Urteil beugen. Aber sie sollen nur beobachten, sonst nichts. Mit ihr verhandeln wir nicht, ist das klar? Ulfric, warum so feindselig? Ja. Nicht die Talmor verbrennen eure Höfe und töten eure Söhne. Sie sollte auf unserer Seite sein? Genau. Nein, diesmal nicht. Dann ist das ja geklärt. Können wir nun fortfahren? Ich will vorab etwas klarstellen. Los geht's. Ich habe diesem Rat nur zugestimmt, damit die Bedrohung durch die Drachen beseitigt werden kann. Es gibt nichts weiter zu besprechen. Es sei denn, das Kaiserreich ist endlich bereit, auf seinen unrechtmäßigen Herrschaftsanspruch über das freie Volk von Himmelsrand zu verzichten. Ich wusste doch, dass er nicht widerstehen kann. Wir sind hier, um einen vorübergehenden Waffenstillstand zu schließen. Damit das Drachenblut hier sich um die Drachen kümmern kann. Das ist alles. Ich betrachte schon das Gespräch mit dem Kaiserreich als eine großzügige Geste. Seid ihr fertig? Seid ihr nur hergekommen, um Reden zu schwingen, oder kommen wir endlich zur Sache? Ja, bringen wir es hinter uns. Können wir weitermachen? Jarl Ulfric, General Tullius, einen Rat wie diesen hat es noch nie zuvor gegeben. Wir versammeln uns hier auf Wunsch des Drachenblutes. Ich bitte euch alle, den Geist von Hoch Hrothgar zu respektieren und euer Bestes zu geben, um den ersten Schritt hin zu dauerhaftem Frieden in Himmelsrand zu tun. Möchtet ihr die Verhandlungen eröffnen? Ja, fangen wir an.
Wir wollen die Kontrolle über Markarth. Das ist unser Preis für die Zustimmung zu einem Waffenstillstand. Darum seid ihr also hier, Ulfric? Ihr wagt es, die Graubärte zu beleidigen, indem ihr diesen Rat zur Stärkung eurer Position nutzt? Jarl Elisif, ich werde... General, das ist unerhört. Ihr könnt diese Forderung nicht ernst nehmen. Ich dachte, wir wären hier, um über einen Waffenstillstand zu verhandeln. Elisif, ich sagte doch, dass ich mich darum kümmern werde. Ulfric, ihr könnt nicht ernsthaft erwarten, dass wir Markarth am Verhandlungstisch aufgeben. Ihr versucht bei den Verhandlungen das zu bekommen, was ihr euch im Kampf nicht holen konntet. Ist es das? Ich bin mir sicher, dass Jarl Ulfric nicht davon ausgeht, dass er etwas ohne Gegenleistung bekommt. Ja, das wäre absolut untypisch. Was wird das Kaiserreich als Gegenleistung erwarten? Wartet! General, ihr wollt Markarth doch nicht einfach diesem Verräter übergeben. Und so belohnt uns das Kaiserreich für unsere Loyalität. Ich glaube, da irren Sie sich. Um einmal eins klarzustellen, diese Verhandlungen waren nicht meine Idee. Ich halte sie für eine Zeitverschwendung. Ihr seid ein Verräter des Kaiserreichs und verdient den Tod eines Verräters. Aber ich verhandle wenigstens mit guten Vorsätzen. Da wir alle auf euren Wunsch hier sind, würde ich gerne erfahren, was ihr denkt, wie viel Markarth wert ist. Wie viel ist er wert? Ich würde sagen, wie wäre es mit Riften? Rift würde dabei helfen, unsere Kommunikation mit Cyrodiil sicherzustellen und Ulfrics Südflanke unter Druck zu setzen. Ihr habt gehört, was sie gesagt hat, Ulfric. Wir haben euch ein faires Angebot gemacht. Meint ihr eure Worte ernst oder seid ihr nur hier, um mit Drohgebärden aufzuwarten? Von euch hätte ich mehr erwartet, Drachenblut. Ich kam in gutem Glauben hierher und jetzt sieht es aus, als würdet ihr dem Kaiserreich auf Schritt und Tritt helfen. Was euch betrifft, General Tullius, sehe ich jetzt, dass Galmar recht hatte. Mit dem Kaiserreich zu reden, ist so sinnlos wie eh und je. Wenn ihr glaubt, dass ihr Markarth halten könnt, seid ihr ebenso verblendet, wie es euer Kaiser war, als er unsere Freiheit an die Talmor verkauft hat. Himmelsrand wird sich nie wieder eurem falschen Kaiserreich beugen. Gehen wir, Galmar. Ich hätte gleich auf euch hören sollen. Ihr wart schon immer töricht, Ulfric. Ihr seid als Diplomat genauso schlecht wie auf dem Schlachtfeld. Halt! Seid ihr der Gefahr gegenüber so blind, dass ihr nicht über eure kleingeistigen Streitigkeiten hinwegsehen könnt? Ihr sitzt hier herum und streitet wegen nichts, während das Schicksal des Landes auf dem Spiel steht. Gehört er zu euch, Delphin? In dem Fall sollte er besser aufpassen, was er sagt. Er gehört zu mir. Und ich würde euch beiden raten, zuzuhören, was er zu sagen hat, bevor ihr etwas Übereiltes tut. Versteht ihr nicht, welche Gefahr uns droht? Versteht ihr nicht, was die Rückkehr der Drachen bedeutet? Alduin ist zurückgekehrt. Der Weltenfresser. Jetzt im Augenblick verschlingt er die Seelen eurer gefallenen Kameraden. Er wird mit jedem Soldaten mächtiger, der in eurem sinnlosen Krieg fällt. Könnt ihr nicht angesichts dieser tödlichen Gefahr euren Hass nicht einmal einen einzigen Augenblick lang zurückstellen? Meine Mutter Wohl war eine starke Worte. Frau. Sie ist aber was still zu tun mit Kampftechniken beigebracht wenn er mit all hat. Könnt ihr euch recht das vorstellen? Wir beide haben hier gleich viel zu verlieren, Tullius. Denkt daran. Aber zurück zum Geschäft. Gebt mir nicht einen Becher voller Schafspisse und nennt es Met. Diese Bedingungen sind immer noch inakzeptabel. Ich bin mir sicher, dass ihr etwas vorhabt. Und ob wir das tun? Ihr übergebt Hjalmarsch an uns und nehmt Idgro Drabenkrähe mit. Sorli, die Erbauerin, wird als neue Jarl von Mortal eingesetzt. Wie weit wollt ihr mit euren Forderungen noch gehen, Ulfric? Erwartet ihr, dass ich euch ganz Himmelsrand überlasse? Ich habe offenbar keine andere Wahl, als das Drachenblut entscheiden zu lassen. Allerdings beginne ich allmählich an eurem Sinn für Gerechtigkeit zu zweifeln. Was sagt ihr, Drachenblut? Ich stimme euch zu. Das Kaiserreich sollte
Ja, Maß abtreten. Oder das Kaiserreich darf keine weiteren Gebiete verlieren. Genau so machen wir es. Selbst das Drachenblut verrät Himmelsrand. Diese Bedingungen sind nicht akzeptabel, das wisst ihr. Ich höre. Stellt euch nicht dumm, Tullius. Ha! Das ist Zeitverschwendung. Es ist klar, dass wir von diesem Rat keine besseren Bedingungen erhalten. So sei es. Wenigstens die Söhne von Himmelsrand stellen das allgemeine Wohl über ihre eigenen Interessen. Dann würde ich sagen, wir haben ein Abkommen. Jarl Ulfric, General Tullius, dies sind die Bedingungen, die derzeit zur Debatte stehen. Markarth wird den Streitmächten von Ulfric übergeben. Jarl Igmund tritt zurück und Tongvor Silberblut wird neuer Jarl von Markarth. Die Sturmmäntel werden sich aus Rift zurückziehen, damit die Truppen des Kaiserreichs ungehinderten Zugang haben. Jarl Laila Rechtsprecher wird zurücktreten und Maven Schwarzdorn wird Jarl von Riftum. Ihr beide stimmt dem zu? Ich sollte keine Bedingungen akzeptieren, die das Kaiserreich so eklatant bevorzugen. Doch unter den gegenwärtigen Umständen bleibt mir keine andere Wahl. Doch sobald Alduin besiegt ist, dann ist die Reihe am Reich. Denkt daran, Evgir Unslad. Ihr solltet euch freuen, Elisif. Als Jarl-Schoßhündchen des Kaisers habt ihr es weit gebracht. Doch passt auf. Die Gunst des Kaiserreiches ist launisch. Es wird diesen Krieg bald satt haben. Und dann werde ich euch die Spielregeln diktieren. Als ich noch jung war... Ich habe diesem Mörder nichts zu sagen. General, ihr habt euch als guter Freund von Himmelsrand erwiesen. Ich verlasse mich weiterhin darauf, dass ihr alles tut, um unsere Interessen zu schützen. Ich danke euch, Jarl Elisif. Ich weiß eure Loyalität zu schätzen. Das Kaiserreich kann mit diesen Bedingungen leben, ja. Für einen vorübergehenden Waffenstillstand, bis die Drachenbedrohung aus der Welt ist. Danach, Ulfric, wird abgerechnet. Darauf könnt ihr euch verlassen. Kommt, Galmar. Vor uns liegt viel Arbeit. Markarth aufzugeben ist ein hoher Preis für diesen Waffenstillstand, Drachenblut. Ich hoffe, die Sache war es wert. Ich nehme an, dass ihr mit dem Plan des Drachenblutes vertraut seid, Jarl Balgruuf. Ja, ich bin bereit, meinen Teil beizutragen. Gebt einfach das Kommando. Dann werden meine Männer euch helfen, diese Falle zuschnappen zu lassen. Aber das Problem bleibt. Wie soll man einen Drachen überhaupt nach Drachenfeste locken? Nun, das ist eine hervorragende Frage. Ihr habt dieses kleine Detail doch nicht übersehen, oder? Ah, ich glaube, hierbei kann ich euch behilflich sein. Ich habe schon mit diesem Problem gerechnet. Während ihr dieses Treffen vorbereitet habt, habe ich die Bibliothek des Tempels der Himmelszuflucht besucht. Ein vergessener Schatz verlorenen Wissens. Aber das Wichtigste ist, dass die Klingen die Namen vieler getöteter Drachen aufgezeichnet haben. In Kombination mit Delphins Karte von Drachenfriedhöfen bin ich mir ziemlich sicher, dass ich einen der Drachen gefunden habe, die Alduin wieder zum Leben erweckt hat. Wie soll das uns helfen? Ah, versteht ihr denn nicht? Die Namen der Drachen bestehen immer aus drei Wörtern der Macht. Schreie. Wenn ihr den Drachen mit der Stimme ruft, wird er euch hören, wo immer er sich auch aufhält. Aha. Und warum soll er eigentlich kommen, wenn man ihn ruft? Er wird dazu nicht gezwungen. Aber Drachen sind von Natur aus hochmütige Kreaturen und würden nie eine Herausforderung ablehnen. Aha. Insbesondere eure Stimme sollte diesen Drachen interessieren. So? Immerhin habt ihr Alduin besiegt. Ich halte es für höchstwahrscheinlich, dass er nicht widerstehen kann und eurem Ruf nachkommen wird. Also ich habe Alduin noch nicht endgültig besiegt, er ist einfach davon geflogen. Also man könnte sagen, 1-0 für mich. Und wie lautet der Name dieses Drachen? Oh, in der Tat. Im Gegensatz zu diesen werten Herren
bin ich kein Meister der Stimme. Aber es steht hier in dieser Schriftrolle geschrieben. Od Awin. Geflügelter Schneejäger, wenn ich das richtig verstehe. Ich bin froh, dass ihr einen Waffenstillstand erreicht habt, aber ich traue Ulfric nicht. Er wird sein Wort brechen, sobald es ihm passt. Ich würde einen Wochenlohn geben, um Ulfrics Gesichtsausdruck wir wissen von Patronax. Die Bedingungen des Waffenstillstands noch einmal sehen zu dürfen. Wisst ihr was? Patronax, der Drache, den die Graubärte all die Jahre geschützt haben. Er muss sterben. Ihr hat den Tod verdient. Und eure Aufgabe ist es, ihn zu töten. Bis er tot ist... Nun, es tut mir leid, aber wir würden unseren Eid als Klingen verraten, wenn wir euch weiterhin helfen würden. Patronax. Was habt ihr gegen die Graubärte? Wenn es nach ihnen ginge, würdet ihr nichts tun, als mit ihnen dort oben auf ihrem Berg zu sitzen und mit dem Himmel zu reden. Oder was immer sie tun. Die Graubärte haben so viel Angst vor der Macht, dass sie sie nicht einsetzen wollen. Denkt darüber nach. Haben sie versucht, den Bürgerkrieg zu beenden oder etwas gegen Alduin unternommen? Nein. Und vor euch, vor eurer Macht, haben sie Angst. Vertraut mir, es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Denkt doch an Tiber Septim. Glaubt ihr, er hätte das Kaiserreich gegründet, wenn er auf die Graubärte gehört hätte? Keine Ahnung. Aber was Patronax angeht... Trefft eure Wahl, Drachenblut. Ihr seid entweder für uns oder gegen uns. Jo. Warum soll er denn sterben? Ganz grob gesagt, er hat Alduin geholfen, unsere Vorfahren zu versklaven. Am Ende mag er Alduin verraten haben, doch das macht es nur schlimmer, nicht besser. Wir dürfen Patronax keine Gelegenheit geben, im Gegenzug uns zu verraten und zu seinem alten Herrn zurückzukehren. Okay. Gut. Die Fraktion, die den Altmeribund beherrscht. Die, die während des großen Krieges vor 30 Jahren beinahe das Kaiserreich zerstört hätten. Es gibt keinen größeren Feind der Menschheit in Tamriel. Das Kaiserreich hat den letzten Krieg kaum überlebt. Die Talmor haben nicht vor, den nächsten zu verlieren. Und weshalb jagen sie euch? Als ich jung war, waren unsere Anführer wie besessen von der Bedrohung durch die Talmor. Sie glaubten, wenn wir ein Drachenblut finden würden, müssten wir sie gegen die Talmor beschützen. Wie sich herausstellte, hatten wir die Talmor hoffnungslos unterschätzt. Sie haben uns im großen Krieg vernichtend geschlagen. Ich gehörte zu den wenigen, die entkommen konnten. Lange Zeit versuchte ich nur am Leben zu bleiben und mich an den Talmor zu rächen, wann immer ich konnte. Aber dann kehrten die Drachen zurück. Und ich erinnerte mich daran, dass die Klingen früher Drachentöter waren. Und dass wir geschworen hatten, das Drachenblut, den größten Drachentöter von allen, zu schützen. Gut. Dann kann ich jetzt gehen, ne? Ich habe noch eine Aufgabe zu erledigen. Also, wie laut... Ich bin bereit. Gehen wir. Ja, gehen wir. Hallo? Ich möchte gerne nach draußen. Lalalala. Okay. Na, das war ja mal eine lange Unterhaltung. So. Das ist das mit Patronax. Dann haben wir hier nochmal. Nachdem ich alle. Ja, gut. Ne? So. Stelle Olahewig eine Falle. Wo ist der denn? Dann düse ich erstmal dahin. Bin ich schon mal da. Und dann, liebe Leute, würde ich sagen, mache ich für heute erst einmal wieder Schluss. Beende ich die Folge, denn das war eine lange Unterhaltung diesmal.
mit den ganzen Leuten da am runden Tisch und so. Ist der denn hier drin, ne? Wie es aussieht, nicht, ne? Oder? Da sitzt er doch. Okay, wir reden auch mal kurz mit ihm. Wir sind bereit, Drachenblut. Gebt einfach das Kommando. Okay. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Seid ihr bereit, für den Drachen die Falle zuschnappen zu lassen? Meine Männer stehen bereit, wie versprochen. Die großen Ketten sind geölt. Wir warten auf euer Kommando. Na dann, ich bin bereit. Fangen wir den Drachen. Meine Männer wissen, was zu tun ist. Stellt sicher, dass ihr eure Schuldigkeit tut. Ich lege das Schicksal meiner Stadt in eure Hände. Okay. Und jetzt soll ich ihn rufen, den. Habe gehört, dass sie die Dämmerwacht. Ja, die haben die Dämmerwacht wieder. Ja. Hallo? Bum, bladam, bum, 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 bum. Na, dann guck ich erstmal. Gut, dann ruft euren Drachen mal. Wir sind bereit. Den rufe ich aber dann in der nächsten Folge, liebe Leute. Bis dahin, macht's gut und bye bye.